Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Ich lese aus dem Propheten Jeremia im 8. Kapitel. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Ja, die Zugvögel sind alle wieder da. Sie sind ihrem Zeitplan gefolgt und zeigen damit auch den Wechsel der Jahreszeiten an. Und wir spüren auch Unruhe heute am 18. April. Denn morgen ist der 19. und danach sollen doch eigentlich Schule und Universitäten wieder beginnen, denn die Osterferien sind vorbei. Und es soll auch überlegt werden, was mit den Einschränkungen unseres Alltags passiert. Weiterhin Kontaktsperre, weiterhin Beschränkungen auf die Möglichkeiten, die uns die Behörden geben. Es muss doch wieder klar werden, wie es weitergehen soll mit uns und unserem alltäglichen Leben, mit Arbeit und Beruf. Wie es weitergehen soll im Kampf der Verantwortlichen gegen die Corona-Pandemie. Für die Zugvögel ist es leicht. Sie folgen dem Klima, auch wenn dies wohl wechselt. Wie können die politisch Verantwortlichen das abwägen, was uns allen gut tut? Wie können wir unser persönliches Verhalten gestalten? Es ist ja eine ethische Entscheidung, die wir treffen müssen. Was nutzt nur mir? Was nutzt auch meinem Nächsten? Für die Tage und Wochen, die jetzt vor uns liegen, brauchen wir Kraft und Vertrauen. Vertrauen, dass die Frauen und Männer, die jetzt entscheiden werden, nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und abwägen, was alle Expertinnen und Experten sagen und schreiben. Und wir brauchen Kraft, dann mit diesen Regularien umzugehen, sie umsetzen. Wir brauchen Zuversicht und Halt. Wir sind nicht wie die Zugvögel. Wir sind vernunftbegabte Lebewesen. Wir wollen dem folgen, was unser Verstand und unser Gewissen sagen. Und bei der Umsetzung wollen wir dem folgen, der uns Kraft und Orientierung gibt. Denn der Storch weiß es nicht aus sich selbst. Er weiß es, weil es der Schöpfer so will. Lasst unserem Gott uns anvertrauen in allem, was kommt, und verbunden bleiben im Gebet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.